Hallo liebe Freunde, weiter geht's bei Ich lerne Stellaris von unserem Freund, dem Otto. Und mein Name ist Max und los geht's. Wir haben unser Reich erstellt. Die Lurchis. Die Lurchis mit ihren Feuchtgebietern und Martin Lurcher als große Ikone unserer Religion. Oh ja. Auf geht's. Wollen wir mal die Religion im ganzen Universum verbreiten. Mal sehen, wer sich uns in den Weg stellt und wer sich ja, uns als Freund. Ja, vielleicht, den wir gerade hier sehen im Ladebildschirm. Womöglich. Allerdings sieht das für mich aus wie... Auch dieses Geschöpf wird auf den Willen des großen Lurchs hören müssen. Absolut. Oh, jetzt hast du aber den Einleitungstext übersprungen. Hoppala. Wir haben uns erhoben aus den Sümpfen, aus dem Matsch des heiligen Baches. Mhm. Da wird uns nämlich dann erklärt, dass wir gerade eben die Raumfahrt entdeckt haben. Und genau da beginnt dann das Spiel. Es wird dann vorweggenommen, man hat da dieses Reich, das Lurchreich, womit auch immer man angefangen hat. Das hat dann seine Hintergrundgeschichte, die genau an diesem Punkt der Erfindung der Weltraumreise dann endet und neu beginnt. Hier, ein bisschen als Perspektive, das ist die Galaxie, wir sind komplett am Rand. Ist das jetzt, also wir waren beim letzten Mal auch komplett am Rand, das ist doch kein Zufall, oder? Das ist Zufall. Unglaublich. Die Platzierung ist komplett zufällig. Hier ist Stein im Bach. Super, wunderschön, Stein im Bach. Vielleicht ganz kurz, gehen wir einmal kurz raus. Ja. Ganz kurz die Basics. Die Linien, die wir da jetzt sehen, das sind diese Hyperraumrouten, ne? Über die man zu anderen Sternsystemen fahren, fliegen kann. Genau. Und wir sehen, es gibt nur eine Route, eine einzige, da von jetzt aus nach rechts. Es gibt drei Routen. Und die ist dann eine Sackgasse. Nee, ich meine nur eine in diese Richtung. Ja. Die ist dann auch direkt eine Sackgasse. Was würdest du in so einem Fall sagen? Da als letztes hin oder da als erstes mal hin? Sowohl als auch. Wir werden uns nämlich so schnell wie es geht ein neues Forschungsschiff bauen, was ich immer am Anfang mache. Am Anfang muss man immer schauen, wo man hin möchte. Und dazu muss man die anderen Sternsysteme, die noch unbekannt sind, erkunden. Ein Forschungsschiff und ein sogenanntes Konstruktionsschiff hat man von Anfang an, die man sieht, wenn man auf dem Steuerkreuz nach rechts drückt. Planetensektoren, Steinenbach, Schiffswerften, Militärflotten und Zivilschiffe. All das gibt es dort zu finden. Zuallererst schauen wir uns natürlich auf der unteren Leiste. Die Leisten erreicht ihr immer über das Steuerkreuz. Rechts, links, oben, unten. Die Forschung. Hier unten haben wir nämlich diese kleinen Forschungs-Icons, die mal anzeigen, dass eine Forschung ausgewählt werden kann. Und dann schauen wir mal, was wir in der Physikforschung. Das ist quasi ganz simpel gesagt sowas wie der Skill-Tree. Ne? Man sucht hier mal einen von 3, 4, 5 Fähigkeiten aus, die man als nächstes erlernen will. Und so wie ich dich schon kenne, lieber Nico, gehst du immer auf schneller, ne? Anfang. Natürlich, wir müssen ja erstmal den Stein ins Rollen kriegen. Mhm. Ja? Und da muss ich sagen, nehmen wir erstmal die monatliche Einigkeit. Ja. Einigkeit ist nämlich sehr wichtig. Dadurch schaltet man Traditionen frei. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Mhm. Einigkeit ist auf jeden Fall immer super. Hammer. Man sieht auch direkt, für jeden Forschungsbaum, für jede Forschungsgattung gibt es da einen entsprechenden Wissenschaftler. Wie hier Mary Tyler, unsere Hauptingenieurin. Nicht super. Miriam Riveros, soziale Natur. Mhm. Und Kurkesa Iwu, Namen wie Gedichte. Die Wissenschaftler haben auch noch eigene Fähigkeiten, die können wir uns hier nochmal anschauen. In der linken Leiste findet man die Wissenschaftler auch nochmal unter Personen. Hier beispielsweise unsere Ingenieurin, die Glühbirne. Mary. Ah, da steht die Beschreibung dann, wenn man draufklickt. Einfallsreich. Dieser Anführer neigt zu plötzlichen Inspirationsausbrüchen. Das ist doch geil. Das ist sehr gut. Das ist doch top. Und dann schauen wir mal, wer sitzt in unserem Forschungsschiff drin? Das ist okay. Reginald Conroy. Das ist ja super, Alter. Reginald Conroy geht auf Entdeckungsreise. Sie waren kurzlebig, ne? Das sind jetzt die Lurche, die kurzlebig sind. Darauf wirkt sich das aus, ne? Ganz genau. Die skillen dann insgesamt. Die sterben dann einfach 10 Jahre nicht so früher. Weit. Genau. Wenn sie Pech haben, wenn sie ihre Zeit nicht gut nutzen. Ganz furchtbar. Lassen wir hier auf der langsamen Geschwindigkeitsstufe mal weiterlaufen. Die Geschwindigkeit kann man hier einstellen mit Dreieck. Und links seht ihr das Geschwindigkeitslevel, das gerade abläuft. Wenn man 3 gedrückt hält, kann man es beschleunigen. Oder auch ganz pausieren. Wir haben einen neuen Thronerbe. Schon. Martin Lurcher wurde schon geworfen. Heiliger Xiong Lurcher. Ist okay. Xiong Lurcher, passt doch. Ist doch super. Das macht mich traurig, dass Martin Lurcher irgendwann auch tot sein wird.
Und dieser Wortwitz stirbt dann mit ihm. Leider. Es sei denn, rein zufällig wird ein neuer Martin geboren. Martin Lurche der Zweite. Zum Beispiel. Hier gehen mit dem rechten Analogstick, wenn man hier drauf drückt, kommt man in das Sternensystem rein. Und da schicken wir unser Konstruktionsschiff auf der rechten Seite wieder am besten erstmal zur Energie. Hier sieht man einen kleinen kleines Energie-Icon. Ja, das kannst du auch mal zeigen, so ein bisschen aus der Ferne. Das ist jetzt das Sternsystem, das Sonnensystem, ja. Wo wir starten. Und die größeren Planeten, die sind dann ja auch, oder der eine, den wir haben, Stein im Bach. Ja. Das ist dann dort gekennzeichnet. Und die anderen Planeten sind dann einfach willkürlich teilweise nicht bewohnbare, andere, wo man halt zum Arbeiten hingehen kann, Ressourcen nehmen. Genau. Und beispielsweise haben wir hier diesen einen Mond, Concord. Das ist eben unbewohnbarer Planet. Und der Diamant war Welt. Eine Handwerksressource quasi. Ganz genau, hier können wir schon mal weiterlaufen lassen. Der Blitz, Strom, Energie, Treibstoff. Genau. Auf der oberen Leiste sieht man die Ressourcen, das ist die Ressourcenleiste. Hier haben wir die Energie-Credits, die gleichzeitig Währung und Energie liefern für unser Reich. Mhm. Die Mineralien, die dazu da sind, um Konsumgüter und Legierungen herzustellen. Und die Nahrung, die unsere Population ernährt. Ja, unsere Lurche verspeisen. Die haben ihre heiligen Bäuchlein. Die haben unfassbar Hunger. Direkt mal eine Frage vorweg. Ja, bitte. Wenn ich jetzt hier sehe, zwei Diamanten und drei Stromgedöns, bekomme ich das dann automatisch einfach nur, weil es in meinem Sonnensystem ist, oder muss ich da erstmal was bauen, um diese Ressource abzubauen? Das machen wir auch schon. Also ist nur das Potenzial da für diese Ressource. Nein, das, was da angezeigt wird, dieses nach dem kleinen Plus, meinst du, in der oberen Leiste. Genau. Das kriegen wir, das bauen wir schon ab. Ah, okay. Das bauen wir schon ab. Deshalb habe ich auch das Konstruktionsschiff gerade hier hingeschickt. Das kommt auch gerade schon an und baut jetzt eine Bergbaustation auf dem Planet, auf diesem Gasriese Theia. Und baut dann hier die drei Energiecredits ab. Pro Monat kriegt man die dann immer gut geschrieben. Aber das würdest du eben nicht tun, wenn du da jetzt kein Konstruktionsschiff hin tust. Genau. Also das kriegt man nicht automatisch, nur weil das System da. Das bleibt sonst unbenutzt. Sonst bleibt es unbenutzt. Gut. So. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir uns mal auf unseren Planet um. Das ist Stein im Bach. Wie groß ist dieser Planet? Der ist 18 Distrikte groß. Das ist gut. Das ist ordentlich. Das ist sehr gut. Normalerweise startet man mit einem Planet zwischen 15 und 20 Planetengröße. Dann können wir ja jetzt, wo es so ein großer Glücksfall ist, auch sagen, dass wir schon spekuliert haben, wenn wir jetzt mit einem Winzplaneten starten, ob man da nicht einfach nochmal neu anfängt, weil das ja dann direkt ein riesen Handicap ist. Und sofern man nicht online spielt, kann man sich ja überlegen, ob es diesen Vorteil tricksen. Nicht sich gibt. Da wir jetzt aber tatsächlich direkt beim ersten Versuch Glück hatten, mussten wir ja gar nicht erst schwindeln. Ja. Da sind wir gar nicht in der... Knickknack. Genau. Wundervoll. Ja. Das ist so schlecht, ne? Das glaubt uns jetzt keiner mehr. Aber ist doch super, dass du es erwähnt hast. Ne? Finde ich auch. Ich bin eine ehrliche Natur, also ich kann da nicht anders. So. Hier sehen wir auch schon, das Konstruktionsschiff ist fertig. Hat die Energie, Bergbaustationen aufgebaut. Die Energie ist am Anfang immer ein bisschen knapp, deshalb gehe ich am Anfang immer erstmal auf die Energieversorgung und versuche die anzukurbeln. Wundervoll. Aber danach können wir ihn ja schon mal hier zu dem kleinen Mond schicken. Unser Konstruktionsschiff für 75 Mineralien bauen wir eine Bergbaustation. Top. Und los geht's. Hat das Konstruktionsschiff auch gut zu tun? Das Forschungsschiff, mein lieber Freund. Ja. Wie gehen wir damit um? Das ist ja super. Das sieht ja noch voll geil aus. Haben wir noch gar nicht hier die Bergbaustation angeschaut? Das finde ich ganz wundervoll. Da kommt sogar gerade was raus, hast du das gesehen? Da kam es gerade, ja, da. So ein kleiner, wie so eine Drohne. Das ist eine Drohne. Ach, das war, weil es gebaut wird. Das sind die... Finde ich super. Finde ich süß. Na gut. Unser Forschungsschiff, das erforscht schon fleißig. Wenn wir 200 Energie-Credits haben, können wir nämlich... Wie hast du das denn jetzt forschen lassen? Ich weiß, ich stelle die ganz dumme Fragen. Nein, ist doch richtig. Ist aber ich bin dann letztes Mal teilweise an den simpelsten Dingen verzweifelt. Da bin ich einfach hier aufs unbekannte System gegangen. Hierhin bewegen. Und System erkunden. Dann macht er das automatisch. Top. Der fliegt jetzt hier innerhalb Planet, siehst ja die Linie, Planet zu Planet ab und schaut sich die an. Damit wir wissen, was da drauf los ist. Ob wir da vielleicht auch einziehen können, ob wir es kolonisieren können oder was abbauen können. Soll ich immer ganz peinlich beraten, wo es bei mir gescheitert ist? Na bitte. Ich wusste nicht, wie ich rauszoome. Also es ist R3, ne? Zoome ich dann in diese große Ansicht. Ja. Daran hat es bei mir gescheitert. Ja, ich glaube, man fliegt dann nicht ins andere System. Ich bin dann quasi auf die Pfeile am Ende gegangen und wahrscheinlich war mein Schiff dann im anderen System. Ich habe es nur nicht gesehen.
weil ich zu doof war, die Karte zu bedienen. Ja, das ja, sind manchmal die, die simplesten Dinge. Richtig, wenn gerade bei mir. Kann, dann wird's schwer. Hast du recht. Ja, R3, reinklicken, auf den Stick, so kann man rausholen, auf jeden Fall, ganz wichtig. Wichtiger Tipp, Freunde da draußen. Ich glaube nicht, dass ihr euch auch so doof anstellt wie ich, aber ein oder andere mag da ja seine Schwierigkeiten haben. Unser Konstruktionsschiff schicken wir jetzt hier nochmal, um die Forschungsstation zu bauen. Hier sehen wir die Gesamtansicht von dem System, was hier noch nicht abgeschöpft wird. Haben wir noch einmal drei Physikforschung und einmal zweimal Ingenieursforschung. Forschung ist quasi auch eine Ressource, die man abbaut, die man produziert. Und je nachdem, wie viel man produziert von dieser Forschung, desto schneller forscht man dann letztendlich auch. Wird aber da oben in der Leiste nicht angezeigt, oder? Doch, natürlich. In der Ressourcenleiste finden wir auch die Forschung. Ach da, oh ja, bei dem Das ist auch nochmal aufgeschlüsselt. Mikroskop. Die Arten der Forschung. Da haben wir momentan 19 von jeder Forschung. Super, super. Gut. Feuchtgebiert. Feuchtgebiert. Das gefällt mir immer besser. Immer besser. Zeig uns doch nochmal kurz unseren Planeten und die Distrikte. Wenn ich jetzt was Neues bauen wollte, würde ich das unten auf dem Plus tun, nicht genau, klar? Da kannst du ein neues Gebäude bauen. Man kann zwei verschiedene Arten von Dingen bauen auf einem Planet. Distrikte und Gebäude. Gebäude sind eben eher machen spezialisiertere Sachen. Hier beispielsweise die Zivilindustrie produziert Konsumgüter aus Mineralien. Konsumgüter brauchen eben und braucht unsere Population. Das sind Toaster und Fernseher und Computer. Was man so haben alles will. Mögliche. Ja. Die Legierungen werden auch aus Mineralien hergestellt. Die braucht man, um Schiffe zu bauen, um unsere Flotte zu vergrößern. Hier haben wir noch ein Forschungslabor. Ja, ziemlich selbsterklärend, ne? Ganz Forschung. Genau. Das nämlich dann wiederum aus den Konsumgütern Forschung herstellt. Und so ergeben sich da ein paar Abhängigkeiten, ne, zwischen den Ressourcen. Das ist unsere Hauptstadt. Ich sehe ja, dass du gerade, während du dir die Zeit nimmst, eigentlich nicht zu spielen, sondern nur was zu erklären, dennoch die Jahresuhr weiterlaufen lässt. War es jetzt ein Versehen oder hast du, weil allgemein würde mich bei einem Spiel interessieren, wann lohnt sich denn die Pause-Taste und wann lässt man einfach laufen? Weil ich habe die ganze Zeit laufen lassen, war mir aber unsicher, ob das gerade nicht dumm ist, ob ich nicht vielleicht alles, was ich tun könnte, verpasse. Ja. Das ist paradox-typisch, hast du sehr viel Leerlauf auch zwischendurch. Ne? Mhm. Wenn du dein Forschungsschiff da rumschickst und das erstmal zu tun hat für ein paar Monate, ein paar Jahre und auf deinem Planet hast du auch schon Gebäude gebaut, die sich dann ja automatisch dann entwickeln und aufbauen, dann musst du halt auch ab und zu mal ein bisschen warten und schaust dann erstmal und guckst vielleicht ein bisschen rum in deinen Menüs oder irgendwo anders und da kannst du halt schnell einstellen, dass die Zeit schnell abläuft, wenn du irgendwas, hier beispielsweise habe ich jetzt mal Pause gedrückt, weil wir da quatschen. Und jetzt natürlich die Anomalie dann nochmal durchlesen möchten gleich. Und so musst du halt immer, da kriegt man recht schnell ein Gefühl für. Das ist deshalb, jetzt gerade aufgeploppt, ne? Die Anomalie. Unser Forscher ist auf was gestoßen. In den unbekannten Weiten. Hört. Was hat er denn gefunden, der Reginald Conroy? Guter Mann. Bei der Erkundung dieses Monds sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen, das von einem kleinen Objekt im Orbit auszugehen scheint. Das Signal enthält keine Nachricht. Ist es etwa nur ein Notfallsender? Das gilt es herauszufinden. Genau. Und wer wäre ein besserer Mann dafür als unser Reginald Conroy? Genau. Erforsche. Reginald kümmert sich drum. Wir können auch jetzt schon in unserer Schiffswerft ein neues Forschungsschiff bauen. Das ist dein Ding, ne? Immer als erstes Forschungsschiff? Natürlich. Super. Am besten mit mindestens drei Forschungsschiffen am Anfang starten. Also mit einem startet man und dann, sobald es geht, noch zwei weitere bauen. Gibt es einen Sinn? Oh, was ist da los? Oh, eine Feindflotte. Weißt du was? Ich wollte gerade fragen, macht es denn überhaupt Sinn, am Anfang direkt schon eine Militärflotte, eine neue zu bauen? Gibt es denn überhaupt Feinde direkt am Anfang? Anscheinend. Anscheinend, ja. Finde ich sehr lustig. Genau so wollte ich gerade fragen. Der Church of Light. Man merkt die Übersetzung ins Deutsche, die hinkt noch ein bisschen. Aber der Church of Light, der wird uns wahrscheinlich ein bisschen Schrecken einjagen. Vor Jahrhunderten spaltete sich eine Gruppe radikaler Priester mit ihren ergebenen Jüngern auf steinem Bach von den etablierten Religionen ab, um ihre eigene Kirche zu gründen.
Diese Extremisten nannten sich Church of Light und waren im Laufe der Jahre für viele Gräueltaten und terroristische Handlungen verantwortlich. Obwohl sie sich in der Moderne von der Öffentlichkeit fernhalten, haben wir jüngst erfahren, dass sich viele Agenten unser Militär, infiltriert haben. Diese Abtrünnigen haben im Geheimen Ressourcen für den Bau einer kleinen Raumschiffflotte in einer getarnten Einrichtung auf Steinenbach abgezweigt. Was? Die Schweine. Als ihr Verrat aufgedeckt wurde, schossen die Kultisten in ihren Schiffen in den Orbit und flüchteten nach Akatsuki. Feige, ketzerische Schweine. Also erstmal, was ist das denn? Gibt es etwa noch andere Religionen als die des großen Lurchs? Anscheinend, sogar auf unserem Planeten. Aber natürlich nur ehrlose Koalition der schändlichen Feinde. Ganz genau, niederträchtig würde ich sie fast nennen. Richtig, richtig. Und dem müssen wir natürlich so schnell wie es geht ein Garaus machen. Das sind Diener des Lurchifers. Und hier drücke ich gerade mal Pause. Lurchs. Und wir schauen uns erstmal unsere Feinde hier an. Guck sie mal an. Die haben sogar die haben mal anderes Schiffsdesign sogar. Ja. Ist das einer von denen, die man auswählen konnte? Sieht ein bisschen aus wie der Reptilienstil. Ja. Dann würde ich auch sagen... Krass. Aber wo sind die jetzt? Ist das unser Sternsystem aber, ne? Das ist unser Sternsystem. Es stand ja auch gerade im Text, dass die uns ausspioniert haben. Wir brechen unser Forschungsschiff ab und geben Priorität der Korvette. Da bauen wir mal 2 Stück, damit wir die direkt wieder dahin schicken können, wo sie herkommen. Ah, natürlich nicht. Die kommen ja von unserem Planet. Wir schicken sie natürlich ins Jenseits. gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Und sie kommen garantiert nicht in den heiligen, ewig schwimmenden Fluss. Ewig fließenden Fluss zum großen Lurch. Pass auf. Sie sind sogar schon. Das ist natürlich unschön. Natürlich sehr unschön. Dann ist nämlich direkt auf unsere wehrlose Flotte hier gestürzt. Und Alter. Wir werden den Kampf. Kannst du da ein bisschen. Wir haben gewonnen. Oi. Wir haben unser erstes Gefecht gewonnen. Beim nächsten Mal bitte Pause und dann Kamera näher ranzoomen, weil ich glaube, das ist schön animiert alles. Trotzdem geil. Wir haben gewonnen, das ist der Hammer. Wir haben nämlich das Kultistenschiff manövrierunfähig geschossen. Unsere tapferen Weltraumtruppen haben mit großem Geschick ein Schiff der Kultistenarmada manövrierunfähig geschossen. Alles heilige Männer. Natürlich. Lurche. Das Schiff ist größtenteils intakt und aus seinem Inneren empfangen wir schwache Lebenszeichen. Einer hat es anscheinend gepackt. Nachdem wir alle unmittelbar... versteht sich ja von selbst. Nachdem wir alle unmittelbaren Bedrohungen eliminiert haben, sollten wir das Schiff entern, um etwaige Überlebende zu bergen. Sie könnten in der Lage sein, uns mehr über die Leitmotive der Church of Light zu erzählen. Wir holen den raus, den Typ, aber auf an den Haaren Fall. Ziehen wir den ja. Denn das ist der Wille des großen Lurchs. Ja. Schicken wir unsere heiligsten Folterer um dieser Situation Herr zu werden. Irgendwas ist aber gerade noch, noch im Gang. Am Laufen. Ich habe ja nur 1 von vielen Schiffen kaputt. So. Interessant. Aber das heißt, wir brauchen die anderen Militärschiffe jetzt gar nicht unbedingt, ne? Nee, aber das ist jetzt schon im Bau, das lassen wir einfach ablaufen. Jetzt gehen wir hier mit unserer Militärflotte. Die heilt jetzt. Wir sind so Plusse drüber. Kriegt die Militärflotte jetzt Leben zurück, quasi dadurch, dass sie genau, die Ruhe lädt sich hat. Jetzt wieder auf. Wir müssen die aber dann gleich nochmal zum Reparieren schicken. Zuerst wollen wir die aber hier im Situationsprotokoll. Dieses ganze Geschieße und Gekämpfe hat gerade eine Mission uns gegeben, die wir hier in der linken Leiste sehen. Church of Light. Da möchten wir das Kultistenschiff entern. Aber wieso können wir das nicht tun? Schau mal, vielleicht braucht es ein bisschen. Was? Was meinst du, wieso können wir das nicht? Da passiert doch gerade. Wir wollen hier entern. Ja. Aber gehen wir mal raus. Eigentlich entert man immer mit der Militärflotte. So, erforschen. Jetzt fliegen sie hin. Und schauen sich hier mal an, was da für ein Kapitän noch am Leben ist. Sehr schön. So, das Konstruktionsschiff ist hier auch fertig. Nein, ist es noch nicht. Noch eine Forschungsstation, bitte. Und wir können uns eine Tradition aussuchen. Wundervoll. Die Ressource Einigkeit. Jeden Monat um 15 wächst. Wir können den Zuwachs dann auch steigern. Da haben wir ja schon einen Bonus. Damit verdienen wir nämlich... Ich glaube, das reicht, oder? Sicher.
Na Quatsch, es reicht nie. Man kann nie genug haben von den Ressourcen. Na gut. Damit können wir uns Traditionen freischalten, die uns Fähigkeiten geben. Das sind solche Skilltrees, die man eben abarbeiten kann, die am Ende uns dann nochmal einen Aufstiegsvorteil geben. Ist auf jeden Fall ganz nett. Dann, ich glaube, beim letzten Mal sind wir wieder in schneller Erforschen und irgendwie so gegangen, ne? Und genauso machen wir das natürlich auch jetzt. Willst du da, ich dachte fast daran, vielleicht in Ausbreitung zu setzen. Ja, wir haben schon ein relativ großes Ausbreitungslimit, weil wir die effiziente Bürokratie gewählt haben. Stimmt, stimmt. Und deshalb kommt es dann noch, das kommt noch. Gut, gut, dann fahren wir erstmal mit der schnelleren Forschung. Grundsätzlich ja eine gute Idee. Denke auch, was mit jeder Skillung und jeder Rasse gut funktioniert, genau. Schneller Forschung. Da kriegen wir nämlich dadurch, dass wir einfach nur den Skilltree annehmen, schon mal 20% Forschungsgeschwindigkeit auf unsere Anomalien. Top. Das ist doch mal schön. 300 Einigkeit hat es gekostet. Und weiter geht's. Yeah. Ich bin gespannt, was hier bei unserem abtrünnigen Schiff passiert. Vollständig repariert. Hammer. Super. Die zusätzliche Korvette können wir aber erstmal abbrechen. Bauen ja lieber noch ein Forschungsschiff, das wir eben ja nicht gebaut haben. Mhm. Sehr zu deinem Leidwesen. Alter. Du Forschungsschiff-Fetischist. Forschungsschiffe sind der Wahnsinn. Die sind super. Ah. Du magst Forschung, nicht? Forschung also, ist überall bei allem, wo du die Wahl hast, gehst du immer instant Forschung. Ja, klar. Schneller Forschung, Forschung hier, Forschung ist das. Super. Wenn man Forschungsvorsprung hat, Forschungsvorsprung, auch schon fast ein Zungenbrecher. Natürlich. Dann hat man auf jeden Fall einen Forschungsvorsprung. Einen Vorsprung, ja. Schön gesagt. Halleluja, Halleluja. Halleluja. So, das steht auch in unserer Heiligen Schrift, weißt du, solche Zitate. Natürlich. Selig sind die, die selig sind. Das ist so der Gehalt unserer geistigen Ergüsse. Ja, klar. Die Heilige Schrift hat 1,5 Seiten. Das soll auch jeder verstehen können, weißt du. Eben. Ist auch schwierig, mit diesen kurzen Lurcharmen so richtig zu schreiben. Ist auch schnell müde. Kaum okay, weiter geht's. Wir haben nämlich eine uralte Rettungskapsel gefunden. Wundervoll. Auf einer engen Umlaufbahn um Torum Ila wurde eine aufgegebene Rettungskapsel gefunden. Die Kapsel ist mit Brandspuren übersät, die wahrscheinlich von der Explosion ihres Mutterschiffs stammen. Erste Scans legen nahe, dass sie vor mehr als 5000 Jahren gebaut wurde. Ay caramba. Der Besatzung der ISS Erhard gelang es, die Kapsel zu öffnen, in der sie die verwitterten Überreste eines reptilischen Lebewesens in einer glänzenden Uniform fand. Mit den Klauen einer Hand hielt es ein kleines Bild eines anderen Individuums derselben Rasse umklammert, möglicherweise eines Partners oder verehrten Anführers. Also andere Lurchis. Die stockt ja einem laufenden Band der Atem. Unglaublich, also. Ich liebe diese, habe ich ja mal letztes Mal gesagt, diese Events sind ganz toll. Das sind mit ganz viel Liebe gemacht. Absolut. Und da gibt es ja natürlich auch. Wird man sehr immer wieder viele. Überrascht. Ja. Special Projects. Muss ich dann die Mühe nehmen, auch zum Lesen. Ich bin ja jemand, ich klicke Textboxen gerne weg, weil in vielen Spielen sind sie sinnlos, in diesem nicht. In diesem machen sie sehr viel der ganzen Weltetablierung und auch einfach des Spaßes aus. Ab und zu sind es nur ein paar Werte, die sich steigern. Manchmal ist es auch weniger wichtig, aber immer schön gemacht, finde ich. Immer schön gemacht. Oh, die Interaktion. Es geht ja auch Schlag auf Schlag mit den Ereignissen. Ja. Die haben nämlich das Schiff gestürmt, das Abtrünnige, und schauen jetzt mal, was sich da drinnen verbirgt. Die Überlebenden leisteten zwar erbitterten Widerstand, aber letztlich konnte unser Enterkommando auf den manövrierunfähig geschossenen Kultistenraumschiff dennoch mehrere Gefangene machen. Von letzteren haben wir erfahren, dass diese Verschwörung weitaus tiefgreifender ist als ursprünglich angenommen. Zu den Agenten der Church of Light gehören mehrere Flag-Offiziere und hochrangige Regierungsmitglieder. Unglaublich. Ich bin auch völlig von den Sorgen. Hoffentlich nicht Herr Conroy. Oh Mann. Dann wird mir das Herz brechen. Dann können wir aufhören. Ja. Auf Steinenbach finden Massenverhaftungen statt. Außerdem wurden sämtliche Vermögenswerte dieses Kults beschlagnahmt. Trotzdem wissen wir nichts über den Verbleib mehrerer der im Geheimen gebauten Raumschiffe. Noch schlimmer ist, dass die obere Spitze der Kultistenführung verschwunden ist. Jagen wir sie. Wir haben in mehreren abgelegenen Systemen schwache Ionenspuren erfasst. Wir müssen diese Terroristen verfolgen. Aber das ist ja geil. Weißt du, das geht hier gleich Schlag auf Schlag. Ich würde auch sagen, für die erste Folge haben wir jetzt schön was geschafft. Es ist großartig. Es geht hier direkt richtig los. Ich weiß, als wir beim letzten Mal angefangen haben, haben wir uns mehr Zeit mit allem auch genommen. Ja. Und hat auch lange gedauert, bis dann wirklich was, ich sag mal, Spektakuläres passiert. Oder erstmal Planung. Spektakulärer als das hier geht ja gar nicht. Gibt's direkt Krieg, weißt du?
Naja. Kleinkrieg. Kleinkrieg, ja. Glaubenskrieg. Ein paar Leute sind gestorben, wurden geentert. Nein, aber wirklich, geht direkt spannend los. Mhm. Und richtig spannend wird es ja meiner Meinung nach, wenn man dann andere Völker trifft. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir sind gespannt. Bis dann. Bis gleich.